Hallo, bei uns hängt gerade in der Unterführung an der Plakatwand ein neues Plakat. Es startet ein neues Anfängertraining, ein Karatekurs. Und da musste ich an meine Jugend zurückdenken, an meine Kindheit. Unsere Helden waren ja damals unter anderem Bruce Lee in den 70er Jahren. Da lief Bud Spencer, Terence Hill, Godzilla und Bruce Lee im Kino. Und fernöstliche Kampfsportarten, die haben da das große Interesse geweckt. Ihr seht, ich habe schon ein bisschen dekoriert hier hinten. Hier ist auch so ein altes Plakat aus dem Jahr 1976 oder 75. Das war nämlich die Zeit, als ich mich für einen Karatekurs angemeldet habe. Und vorher ist noch was ganz Tragisches passiert. Ich bin auf den Baum raufgestiegen. Ich weiß es noch wie heute, wo es war. Das war eine Birke. Und ich bin runtergefallen und habe mir den rechten Unterarm verletzt. Habe die fürchterlichen Schmerzen, zum Doktor gefahren, angeschaut, Arm war angebrochen. Ich habe eine Gipsschiene bekommen oder so einen Unterarmgips. Den muss ich 2-3 Wochen tragen, ungefähr. Und das war der Super-GAU. Das war nämlich genau bevor dieser Anfängerkurs losgegangen ist, 1975. Ich war damals 14, wollte unbedingt Karate machen. Und genau als der Kurs anfing, habe ich mir die Hand verletzt. Verdammte Axt. Am Tag, als ich nachher den Gips runterbekommen habe, war das erste Training. Ich kann mich noch ganz gut daran erinnern, in der Turnhalle. Und sofort wurde Vollgas trainiert mit Liegestützen und allem Pipapo. Und jetzt kommen wir zu den Erlebnissen, die ich da hatte in dem örtlichen TUS Karateverein. Der wurde geführt von einem Sensei, Schwarzgurtträger. Und an den Mann habe ich keine guten Erinnerungen. Für mich war der 1:1 John Kreese. Völlig unsympathischer Mann, unfreundlich, hat totale Härte dargestellt mit seinem schwarzen Gürtel, richtiger Macho vor dem Herrn. Und John Kreese, 1:1. Wir haben also da angefangen als blutige Anfänger. Anfänger, Fortgeschrittene und Profis waren da in einer Turnhalle und haben miteinander trainiert. Und man hat ja seine Grundtechniken gelernt als Anfänger, seine Schläge und seine Kicks und seine Tritte, Verteidigung, Angriff, alles auf Halbkontakt ausgelegt damals. Ihr wisst ja, es geht los bei Karate mit dem weißen Gürtel, gelben Gürtel, orange, grün, violett, braun, schwarz war damals. Heute gibt es wieder andere Abstufungen, habe ich gesehen, aber das waren damals die 7 Gürtel, die es da gegeben hat. Man hat also ganz am Anfang mit einem weißen Gürtel angefangen, den man eigentlich noch nicht besessen hat, weil da muss man extra Prüfung ablegen. Ich habe sogar noch die alte Jacke, Karate-Jacke hier. Von damals, wo die Hose ist, weiß ich nicht. Die musste man auch kaufen und hat dann voll stolz seinen Anzug getragen. Ich weiß nicht, nach welcher Zeit man reif war für die erste Gürtelprüfung für den weißen Gürtel. Da musste man halt bestimmte Grundtechniken zeigen und dann wurden auch die sogenannten Katas gelernt. Das ist diese Schrittabfolge, Tritt- und Schlagabfolge, die sich ja ins Unendliche gesteigert haben. Je höheren Dan man gehabt hat, je höheren Gürtel, das man getragen hat. Und beim Training war es natürlich genauso, wie es im Cobra Kai war. Erst ging es los mit Aufwärmen, Laufen, Liegestützen und so weiter und so fort. Dann wurden die Grundtechniken trainiert, diese Schlagabfolgen, Abwehrtechniken, das ganze Zeug. Und am Ende vom Training stand dann immer der freie Kampf. Und hier kommen ganz unangenehme Erinnerungen. Es wurden zwei Reihen gebildet, die Leute sind gegenüber gestanden. Und Zufallsprinzip oder auch nicht. Und dann musste man den Gegner annehmen, der einem gegenüber gestanden ist. Und dann wurden ein paar Minuten lang
Angriff und Verteidigung geübt. Einer hat es wurde angegriffen, verteidigt, je nachdem, wer geschlagen hat. Und es kann natürlich auch sein, dass du nicht mit einem Anfänger aus deiner Klasse, deinem Gürtel gegenübergestanden bist, sondern du bist durchaus auch an einen braunen Gurt gekommen oder an einen grünen Gurt. Und die schlimmsten waren die wo fast genauso alt waren wie du, die wo schon länger dabei waren, vielleicht ein, zwei Jahre älter. Die haben das dann gnadenlos ausgenutzt und dich da nach Strich und Farben vermöbelt, haben ihr Können gezeigt und wollten da dominieren. Die Braungurt- oder Schwarzgurtträger wussten natürlich, was sie konnten. Die haben sich zurückgehalten, die haben Gnade walten lassen, aber die fast gleichaltrigen oder ein bisschen älteren, die haben da gnadenlos auf dich eingeprügelt, ohne Halbkontakt. Also wenn keiner hingeschaut hat, haben die schon richtig hingelangt. Es tat richtig weh. Und ich habe das dann so 1,5 Jahre gemacht bis zum orangen Gürtel und dann bin ich wieder ausgestiegen. Da kam ich dann in das Teenageralter, da hat man dann andere Interessen gehabt. Das ist dann die Schule, man muss die Schule beenden und die Lehre hat angefangen. Ich bin dann da ausgestiegen wieder und mit gemischten Erinnerungen an die ganze Geschichte Karate. Ja, vielleicht mit verständnisvolleren Trainern und ein bisschen mehr Einfühlungsvermögen wäre es sicher was gewesen, aber so wie der Verein damals geführt worden ist, hat man das nicht zugesagt. Gut, das waren meine Erinnerungen an fernöstliche Kampfsportarten in den 70er Jahren. Habe natürlich die Cobra Kai Staffeln alle angeschaut und habe mich da tatsächlich zurückerinnert an die Zeit in die 70er Jahre. Ich war damals 14, als ich da angefangen habe. Naja, Lebenserfahrung kann man sagen. Ich sag danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao und Servus.